Sie begegnen uns überall. In der Werbung, beim Superfood, sogar in Hautcremes. Die Rede ist von den sogenannten Antioxidantien. Und was das genau ist und ob sie wirklich so toll sind, wie alle immer behaupten, und wie ihr sie euch zunutze machen könnt, um dem Alterungsprozess und der Arteriosklerose entgegenzuwirken, das erfahrt ihr in diesem Video. Bis gleich. Hi, mein Name ist Dorothea Leinung und ich bin Internistin und Novamedizinerin hier bei mir Arzt für dich. In den letzten Videos zum Cholesterin ging es um die Laborwerte, die Lipoproteine und die Arteriosklerose-Entstehung. Heute gehe ich darauf ein, wie sogenannte Antioxidantien uns vor Gefäßschäden und einer vorzeitigen Alterung schützen können und wie wir uns diese Funktionen zunutze machen können. Am Ende erzähle ich euch auch noch, worauf ihr beim Einsatz von Antioxidantien unbedingt achten solltet, damit sie auch richtig wirken. Bevor wir nun auf die besonders antioxidantienhaltigen Nahrungsmittel eingehen, kurz zur Funktionsweise. Warum sind Antioxidantien überhaupt so gut für unseren Körper? Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also, wenn in unserem Körper energiereiche Stoffe verbrannt werden, dann fallen auch immer Abfallprodukte an. Dazu gehören auch die sogenannten freien Radikale. Diese Jungs sind besonders reaktionsfreudig. Das heißt, sie lieben es, andere Stoffe anzugreifen und zu beschädigen. Das nennt man dann Oxidation oder oxidativen Stress. Das kann so weit gehen, dass eine Zelle dadurch zugrunde geht. Um das zu verhindern, kann man sich die Wirkung der Antioxidantien zunutze machen. Antioxidantien sind Stoffe, die quasi einen Schutzschild um den angegriffenen Stoff bilden, indem sie nämlich die freien Radikale abfangen, mit ihnen reagieren und sie so neutralisieren. Was hat das Ganze jetzt mit unserem Thema Cholesterin bzw. Arteriosklerose zu tun? Nun, in unserem ersten Cholesterin-Video habe ich erklärt, welche Rolle die Lipoproteine für das Cholesterin spielen. Falls ihr da nochmal reinschauen wollt, ich habe es euch hier in der Infobox nochmal verlinkt. Wichtig zu wissen ist, dass auch die Lipoproteine von den freien Radikalen angegriffen werden und oxidieren können. Im Falle des LDLs, also des bösen Lipoproteins, kommt es dabei zur Ausbildung einer speziellen Form, nämlich des oxidierten LDLs. Und dieses hat jetzt eine besonders fiese Eigenschaft. Wie ihr vielleicht aus unserem Arteriosklerose-Video noch wisst, räumen die sogenannten Fresszellen nach einer stattgehabten Entzündungsschlacht in unseren Blutgefäßen wieder auf, indem sie die Fetttröpfchen und das ganze rumliegende Geröll einfach aufessen. Normalerweise hört eine Fresszelle irgendwann auf zu futtern, nämlich dann, wenn sie sozusagen satt ist. Wenn sie aber ein oxidiertes LDL frisst, passiert etwas ganz Interessantes. Sie bekommt dann nämlich einen unstillbaren Fressanfall. Sie frisst so viel, dass sich das Cholesterin in ihrem Leib regelrecht aufschäumt, weshalb diese Zellen dann auch Schaumzelle genannt wird. Diese Cholesterinanhäufung wird dann zu einem richtigen Fettklumpen, der dann in der Blutgefäßwand zu diesem massiven Problem führt. So, das will jetzt natürlich keiner. Was könnt ihr denn jetzt dagegen machen, außer Medikamente zu schlucken? Die Lösung lautet, futtert vermehrt Radikalfänger. Radikalfänger sind, wie ja, die Schutzschilde, die unsere Zellen vor Angriffen bewahren, indem sie sich quasi selbst opfern. Glücklicherweise gibt es davon eine ganze Menge. Im Fachjargon heißen sie Flavonoide, Carotinoide oder Tocopherole. Klingt jetzt fast so ein bisschen wie Tuplarone, ist es aber nicht. Zu Deutsch Vitamin C, E, Provitamin A und so weiter. Wo ist das Zeug drin? Ja, zum Beispiel in Rotwein, Kakao, Zimt, Pflanzenölen, Tee, frischem Obst und Gemüse, aber zum Beispiel auch im Kaffee. Dass Kaffee hier so gut wegkommt, mag den einen oder anderen von euch vielleicht überraschen. Aber in unserem Video über den Kaffee habe ich ja schon mal mit den gängigen negativen Klischees über Kaffee aufgeräumt. Schaut es euch doch gerne nochmal an. Wie sieht das jetzt bei euch aus? Tut ihr aktiv was gegen eure freien Radikale? Und wenn ja, was? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns. So, was jetzt noch wichtig ist, damit das mit den Antioxidantien auch wirklich funktioniert und was viele leider nicht wissen, es gibt hier eine wichtige Zutat, die häufig vergessen wird. Ihr braucht hier nämlich eine ausreichende Menge an Spurenelementen, also Selen, Kupfer, Mangan, Zink und Q10. Sollte man nicht unterschätzen. Daher, wenn ihr wirklich was für euren Zellschutz tun wollt, achtet darauf, dass ihr ebenfalls ausreichend mit diesen Spurenelementen versorgt seid.
Und hier freut sich der Körper, wenn er sie ihm als Nahrungsmittel präsentiert. Pillen sind zwar einfacher, werden aber häufig vom Körper gar nicht so gut aufgenommen. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, wo all diese Spurenelemente enthalten sind, dann könnt ihr es euch sehr einfach machen. Esst zum Beispiel zum Frühstück einfach Haferflocken. Bis auf Q10 sind da alle genannten Spurenelemente drin. Und das Q10 holt euch einfach über gutes Olivenöl. Et voilà! Also vom Ernährungsplan her ganz überschaubar. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung und abonniert doch unseren Kanal, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!